Hallo, willkommen im neuen Video. Hier geht es weiter bei uns im Argolischen Golf und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ja, ich habe einige Anfragen gehabt, ob es den Frank Yachts Service noch gibt. Habe ich gerade mal geschaut, gibt es noch. Mache auch noch einiges, zwar nicht mehr Kranen und sowas, aber Segelarbeiten etc. Und so schaut es darin aus. Und man kann hier noch einiges machen lassen und die Frau von Frank nehme ich an, oder? Nein, Frank gibt es überhaupt nicht, Christian. Ah, Christian, okay. Christian gibt es noch. Jawohl. Und was macht ihr jetzt noch alles? Also, wir machen, also wie Segelreparaturen bei Sennings, dann wird noch gemacht Rigging-Arbeiten. Rigging, okay. Holzarbeiten, super. Epoxy. Okay. Ja. Ja, Boote überführen, Graniti, Kilada, Bodonelli. Okay. Sehr cool, ja. Sehr cool. Ja, ich habe nur das Kranen weg. Ja, okay, ja. Alles andere gibt es noch. Ja, ja. Super, ja, ja, super informativ und ein bisschen versteckt. Ja. Wenn man vor dem AB-Markt steht, an der Tankstelle vorbei und dann hinter der Tankstelle die nächste Straße kann man im Prinzip reinlaufen. Müsste genau. Vielleicht mal ein Schildchen hinmachen. Ja, ja. Muss aber nicht sein, wenn man es weiß, ist super. Ich meine, ist ja ein Dorf, ne? Ja, man kennt sich. So ja. Schaut's aus. Super. Oder im Moment ganz einfach, gegenüber von der Marina. Gegenüber von der Marina. Die ist ja sicher. Ja, genau. Ne? Super, super. Ja, es ist gerade der Christian noch gekommen. Das ist der Chef hierin vom Yachtservice, Franks Yachtservice. Und erzählt uns noch kurz, was er also macht noch. Ja, also die Franks Yachtstation, die gibt es noch. Jetzt mit einer anderen Strategie. Also wir haben die Boote, also unsere Kundenschiffe, alle nach Kilada verlagert. Und aber die technischen Werkstätten sind weiterhin hier, wobei das Team ist aber reduziert und wir beschränken uns auf Segelreparatur und Verdecke. Also Verdecke alles, auch neue Segel machen wir. Ja, super. Ja, und bei europäischen Herstellern, das ist vielleicht wichtig. Ja. Absolut. Und wie gesagt, das wird uns auch noch weitergeben. Und ich bin jetzt wesentlich entspannter, nicht mehr der gestresste von früher, der immer die Gefahr hatte, vom Boot ins Wasser heben. Und so ist es für mich easier. Und ja, wir leben trotzdem ganz gut hier. Ja. Privat als auch firmentechnisch. Ja. Super, das freut uns total. Ja. Wir haben euch das erste Mal nicht gleich gefunden. Auf jeden Fall, wenn man irgendwas zu reparieren hat und neue Segel braucht, nach wie vor kann man da reingucken. Finde ich eine super Sache. Da hinten wird auch genäht. Und ja. Und wir haben kein Firmenschild. Wir haben es seit 16 Jahren nicht. Kein Firmenschild, das habe ich gemerkt letzte Woche, dass ich es nicht gefunden habe, genau. Aber die Leute finden uns, weil wir sind an und für sich schon wichtig für die Gegend hier. Absolut. Und das macht eigentlich sonst niemand in der Qualität oder hat diese Maschinen hier, um Segel zu richten oder Verdecke zu machen. Das sind beide zwei Spezialmaschinen. Das ist eine große Segelmachermaschine. Da kann man auch richtig dicke Sachen nehmen. Ja. Super. Dann sage ich mal vielen Dank, Efkaristopoli. Dankeschön. Ja, bei uns wird Deutsch oder Englisch. Ja, genau, perfekt. Alles klar, Christian. Super, danke für die Info, gell? Ja. Ciao. Tschüss. Ja, und das hier sind die aktuellen Kontaktdaten von Franks Yachtstation. Ja, jetzt waren wir einige Tage noch in Porto Hili. Wir wollten nämlich Richtung Norden hoch, etwas tiefer in den Argolischen Golf und es war Nordwind und da hat sich das angeboten, dass wir einfach ein paar Tage da drin abhängen. Es war auch jetzt richtig gemütlich und heute geht's weiter und heute schauen wir einfach mal ein bisschen tiefer in den Argolischen Golf hinein Richtung Nafplio, aber heute wollen wir noch nicht bis Nafplio, heute wollen wir uns noch eine andere Ecke anschauen.
Quilada. Wo sind wir, Schatz? In? Quilada. Quilada? Ja. Wir haben jetzt vor Quilada festgemacht. Und jetzt gehen wir schön essen. Und das Boot haben wir auch im Blick. Wir fahren gerade vor diese tolle Höhle hier. Da kann man nämlich ankern und die schauen wir uns jetzt an. Da geht ein Weg hoch. Hier ist ein Anlegesteg. Und die wollen wir uns nicht entgehen lassen, die Höhle. Jetzt haben wir gerade einen Anker nochmal hochgeholt, weil er nicht gleich aufs erste Mal gehalten hat. Und da haben wir eine Leine drin gehabt. Ganz komisch, also so ein Seil, sage ich jetzt mal. Hier mitten draußen. Also in der Bucht habe ich schon gesehen, dass einiges am Boden lag, habe ich auch schon gelesen, dass man da öfters mal sich was einfängt, aber hier draußen, keine Ahnung, wo diese Leine hingeht oder dieses Seil, aber es war kein Problem, sie da rauszukriegen aus dem Anker. Da liegt das Beiboot am Steg, ganz praktisch, ui, es kommt gerade blöde Welle. Und da ist schon die Höhle, ist nicht weit. Franchti Cave. Toll. Schön zugänglich gemacht, die Höhle. Jetzt wollten wir nach Vivari hochfahren in die nächste kleine, so kleine Fjordbucht. Und wir haben abgelegt, ich habe gerade die Angel rausgemacht. Und da habe ich über den Bergen gesehen, dass ziemlich Wolken sind. Jetzt haben wir gerade in den Regenradar reingeschaut, hat er gar nicht gemeldet. Da ist im Regenradar richtig kleines Gewitterzeichen drin. Und da würden wir von der Zeit her genau reinfahren. Jetzt haben wir umgedreht und ankern nochmal vorne. 2-3 Stunden, jetzt schauen wir uns das mal an. Entweder wir fahren dann später weiter oder morgen. Ja, das ist das Wetter Online-App. Heute Morgen war da gar nichts drin, Wolken regelmäßig. Es hat auch sogar Blitze drin. Und man sieht es hier ganz deutlich. Das kommt genau da rein. Da oben genau, da wollten wir hin jetzt, da wo die Blitze sind. Und das muss ja nicht sein. Schauen wir später weiter oder morgen. Schön, ne? Hoffentlich ohne Sahara-Staub. Hoffentlich ein sauberer Regen, ja, dann haben wir wieder sauberes Boot. Nachdem das Gewitter vorhin durchgezogen ist, sind wir dann nochmal los und haben Richtung Vivari abgelegt und da sind wir jetzt auch schon gleich. Es soll nämlich sehr hübsch sein und da wollten wir jetzt irgendwie unbedingt hin heute. Ankerplatz erreicht. Da hinten liegen die Boote an Bojen, da gehen wir nicht hin. Und hier auf der rechten Seite liegen die Boote vor Anker. Da suchen wir uns jetzt ein passendes Fleckchen. Der Anker ist unten. Ich mache jetzt noch die Ankerentlastung hin. Und wir haben knappe 50 Meter Kette draußen und haben hier auf 10 Meter geankert. Ah, da kommt jetzt ein Hauch Wind. Das tut gut, es ist nämlich echt warm. So, Beiboot abgelassen. Und man kann hier sogar auf den Grund gucken, bei 8 Metern hätte ich gar nicht gedacht. Sehr gut.
Ist immer schön, wenn man auf den Grund gucken kann. Das ist wirklich ganz süß hier. Alle Berichte, die wir Navi Lee gelesen haben, waren positiv. Muss alles recht ursprünglich hier sein. Ja, mit allen Mitteln versuchen wir jetzt, den Mücken hier Herr zu werden, weil wir haben so viele Mücken immer im Boot in der Nacht. Jetzt lassen wir sogar tagsüber schon hier das Moskitonetz hängen. Haben sonst auch alles zu mit Moskitonetzen. Und trotzdem flutschen sie irgendwie immer rein, wahrscheinlich schon tagsüber. Und nachts, kaum liegen wir im Bett, kommen sie alle in die Achterkoje hinter. Und Andi ist permanent auf Mückenjagd, weil er halt sofort die Stiche merkt und sie ihm jucken. Ja, jetzt haben wir tagsüber schon hier das Moskitonetz drin. Das ist natürlich ein bisschen blöd, muss man mal so durchkrabbeln. Also echt, so viele Mücken. Voll lustig gerade eben, zwingt das eine Boot uns her und dann schmeißt er uns eine Schachtel Zigaretten ins Boot. Weil bei ihm habe ich mal eine Zigarette in Niedrig geschnorrt, das ist der Hammer und er hat sich noch erinnert an uns. Da kann ich heute eine rauchen, ich rauche doch so gelegentlich. Aber nur ganz selten mal eine. So was, Hitschert. Aber ganz lieb, vielen Dank. Ich weiß leider nicht, wie du heißt. Wenn man Suchtbolzen hat. Müssen wir nachher der Bootsname nochmal gucken, wenn wir zurückfahren. So, jetzt muss ich mal gucken, wo wir hier hingehen. Wir fahren nämlich voll gegen die Sonne. Ja, da ist vorhin so ganz ein weißer Teppich hier reingetrieben. Wir wissen nicht, was das ist. Sieht aus wie Kalk oder so. Fahren wir jetzt durch. Naja, wird nichts ausmachen. Da sind die Tavernen. Und da liegen schon einige Beiboote. Andi sucht gerade eine Mülltonne. Und ich filme mal hier rum. Das ist jetzt eben das schnuckelige Örtchen Vivari. Ist ganz süß, ganz viele Tavernen hier direkt am Wasser. Und wir ankern da draußen. Mir ist gar nicht, in welche Taverne man gehen sollen. Die sehen alle total einladend aus und haben laut Google Maps auch alle recht gute Bewertungen. Mal gucken. Minimarkt ist auch da. Psst. Hallo. Du bist ja eine süße kleine Maus. So eine süße kleine Maus, hä? Schau mal hier. Oh Gott, ist die süß. Hallo. Mein Gott, sind die süß. Hallo. Boah, schon wieder die volle Action. Wir sitzen noch in der Taverne, kommen schon die ersten Böen. Da hinten zieht nämlich ein Gewitter durch, aber eigentlich recht weit weg. Boah, sind wir gerade nur zum Boot zurückgekommen. Voll gegen die Welle motort mit dem Beiboot. Boah, furchtbar. Jetzt fällt's hier durch wie nix. Über 20 Knoten. 25, 27. Heieieiei. Boah. Gott sei Dank sind wir zum Boot gekommen. Das war ein Mist. Ihr geht früh, Deibel. Hoffentlich hört es bald wieder auf. Mein Fischerboot kommt auch rein. Oh, das ist gerade ziemlich heftig hier. Wir haben jetzt noch Kette gegeben. Oh, es blitzt irgendwie überall. Wir haben jetzt wieder 60 Meter Kette draußen. Da hinten tut es rasend und über uns fängt es auch gerade an. Dafür, dass eigentlich keine Gewitter angesagt waren, hat es ganz schön heftig geblasen. Wir sind gerade noch rechtzeitig ans Boot gekommen mit dem Beiboot. Mhm. Dass wir noch mit 15 Meter Kette geben können, sind wir 60 Meter draußen. Ja, erst haben wir auf 50 erhöht und dann auf 60. Blöden Gewitter immer. Jetzt geblitzt. Ja,
Es war eine sehr ruhige Nacht, da sind wir ganz froh. Und jetzt auch am Morgen ist es noch total schön ruhig. Heute Nachmittag soll nochmal Gewitter durchziehen. Mal gucken, was da kommt. Auf jeden Fall war das gestern Abend ziemlich aufregend, weil das so schnell losging. Wir sind da ganz gemütlich in der Taverne gesessen, haben schon das Wetterleuchten beobachtet, da im Südosten, haben auch in Wetter Online geguckt, da ist eine Gewitterzelle durchgezogen, aber wirklich weit weg von uns, also eigentlich im anderen Golf, im Saronischen Golf ist die runtergezogen. Und mit einmal hat die dann angefangen, hier Wind zu machen. Damit haben wir jetzt wirklich nicht gerechnet. Und das ging los von 0 auf 100 an, die ist gerade zum Zahlen reingegangen. Und dann kamen die ersten Windböen, mir hat die Tischdecke angeluft, dann denke ich mir, huch, was ist jetzt los? Jetzt sollten wir uns vielleicht beeilen, haben wir dann auch gemacht. Ich habe dann Andi nur gewunken, er soll schnell machen, dann zack ins Beiboot und hier rüber. Und dann ging das aber auch schon volle Kanne los, wie wir hier rüber sind. Hier kamen dann schon die Wellen und der Wind, aber mit dem Beiboot ist kein Problem gewesen, war halt eine nasse Partie. Aber wir waren dann froh, wie wir am Boot waren und haben Kette geben können, noch mehr. Alle haben Kette gegeben, das hat dann auch vom Abstand her wieder alles gut gepasst. Ja, und dann ging das gut, 1,5 Stunden so. Und dann ist es ruhiger geworden und wir hatten eine ruhige Nacht, Gott sei Dank. Es ist immer ein bisschen aufregend. Da muss man sich wohl dran gewöhnen. So, wir haben gerade den Akku hochgeholt und jetzt fahren wir hier raus bei Vivari und heute geht's nach Nafplio. Da warten 999 Stufen auf uns. Uiuiui. Jetzt mit der Morgensonne kann man richtig schön reingucken in den Argolischen Golf bis Nafplio hoch und da ist der Golf dann auch zu Ende. Ja, da müssen wir nachher hoch, wenn wir uns die Burg Palamidi anschauen wollen. Und die wollen wir uns natürlich anschauen, deshalb sind wir ja hier. 999 Stufen. Jo. Ja, das ist jetzt die Einfahrt hier in den Hafen von Nafplio. Und das werden wir dann, wenn wir drin sind, ins Beiboot runter machen. Fender haben wir schon alles dran. Und dann legen wir an. So, viel Platz hier. Angelegt haben wir. Ein ganz ein netter Herr hat uns die Leine abgenommen vom Nachbarboot. Er. Ganz freundlich. Hat das auch super gemacht. Und jetzt sind wir in Nafplio. Aber, puh, das war knapp. Weil wir haben ja so 68 Meter Kette. Und dann ging die Kette raus und raus und raus. Und jetzt haben wir da unten an der Wasserlinie. Kann man sehen? Die 65 Meter Markierung. Also wir haben jetzt nichts mehr am Ankerkasten. Das war Augenmaß. Also das mit unserem Anlegemanöver, das war heute eine Punktlandung. Wenn ich in den Ankerkasten reinschaue, habe ich da irgendwie noch einen Meter Kette. Also, Glück gehabt, sonst hätte man wieder hochholen können. Ja, jetzt haben wir vorne Nafplio angelegt. Sind schon ein bisschen durch Nafplio durchgelaufen, waren da oben auf der Burg, haben uns die Burg Palamidi schon angeguckt. Das gibt's aber alles erst im nächsten Video. Das Video endet nämlich jetzt hier. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über ein Like, einen netten Kommentar. Ihr könnt gerne unseren Kanal abonnieren und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.